Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid bei Let's Play World of Tanks mit einem Replay vom Zampe 96 und seinem 110er. Ja, anhand der Gun Marks lässt sich schon erahnen, hier könnte uns eine gute Runde ereilen. Und ich sag's jetzt schon mal vorweg, das ist das Replay of the Week. Ja, ich weiß, ihr freut euch alle. Replay of the Week kommt ja ganz gut bei euch immer an. Und ich muss mir mittlerweile auch sagen, ich finde so ein Highlight-Replay im Laufe der Woche und das, dass ich dann auch noch küren darf, immer noch schöner. Und hier, wie gesagt, freue ich mich schon sehr, weil die Stats schauen wirklich super nice aus und sollte uns viel Spaß bereiten. Erstmal wird hier praktisch auf Live Oaks einfach mal in die Stadt gefahren. Wie gesagt, 9er, 8er, 7er Gefecht, als er hier sozusagen mit Tier. Und jetzt gucken wir mal, was er hier so reißt. Die Aufteilung ist ja sehr typisch. Man sieht hier oben die Heavies, hier unten eher so die TDs und mittleren Panzer. Also das ist so mittlerweile der Klassiker. Es hat sich so eingebürgert. Und jetzt schauen wir mal, was er hier so aufbekommt und auf was er hier so gehen kann. Aber noch ist da ganz schön ruhig. Aber ein bisschen gekuschelt wird dann da schon. Soll ja auch nicht so kalt sein. Ja, der Centurion, der gibt hier Gas. Dementsprechend da der T-34, also in der Stadt hier scheinbar nicht viel los. Unten gehen jetzt dafür aber immer mehr Gegner auf. So, da die beiden T-34 beide auch im Zug, beziehungsweise aus einem Clan. Deswegen stehen sie hier beisammen. Und jetzt kriegt er wohl sogar noch den zweiten Schuss drauf. Ja, und der macht ihn direkt weg. Der Centurion, der gibt hier eine gute Pace vor. Also, so einen braucht man ab und an, so einen Antreiber. Und das macht er hier fabelhaft. Schöner Schuss. Nicht lange eingeaimt, sondern direkt gemacht. Und der E-75... macht den auch nochmal einen und jetzt kann er hier den Killshot bereiten. Kill Nummer 2 mit 4 Schüssen. Gute Ausbeute bis dato. Und da ist nochmal, also T29, T34. Oh, jetzt macht's der, ja, nein! Der E75 hätte ich ja locker gesagt, macht den jetzt. Aber nee, deswegen konnte er sich hier seinen dritten Kill sichern. Da jetzt jagt Panther. Aber er schaut auf den Jagdpanther da hinten. Nicht auf den 2, sondern auf den 1er. Kriegt er jetzt hier schon wieder den nächsten Kill? Also das ist ja... Ah, ne, dachte schon. Das wäre ja dann doch... wie am Fließband. Der Gegner ist schon hinten fast durchgebrochen in seiner Basis. Da orientiert er sich jetzt scheinbar rum. Ja, sehr gut. Er achtet auch darauf. Er ist einer der Ersten, die da überhaupt drauf reagieren. Und jetzt... zu ihrer Basis verteidigen fahren. Ganz wichtig auch so den Überblick zu behalten und nicht den Lemming Train nachzufahren, wie es ja sehr verlockend und verführerisch ist, was man hier wieder in bester Manier sieht. Sondern nein, man muss auch mal sagen, ich reiß mich da jetzt am Riemen und fahre zurück und deffe da mal. Lustigerweise am Ende des Tages, meistens gibt es da mehr abzustauben, als wenn man da jetzt mit durchfährt. So, der Gegner ist jetzt so gut wie durch. So, da kriegt er jetzt den Centurion und kann da auch einen drauf wirken. Man sieht, der Alpha, der ist nicht allzu hoch vom 110er. Aber dafür hat er halt 215 Durchschlag und 265 mit Premium und einen schnelleren Reload, sodass er auf die DPM kommt. Suppen-Pershing. Genau eingeaimt und sehr schön obendrauf aufs Helmchen. Ah, jetzt hat er auch einen bekommen. 3 im Cap. Alter Verwalter, jetzt muss er Gas geben. Jetzt muss er unbedingt schnell decappen. 10 Sekunden lediglich nur noch. Und der Super Pershing steht nicht im Cap. Das ist jetzt gar kein Ziel, was er jetzt haben dürfte. 3 Sekunden. Ja! Nice Decap.
So, und der ist jetzt raus. Sehr schöner Decap. Also der war unglaublich wichtig. Und man sieht, was das Schöne hier für einen schweren Panzer ist, dass aber die Projektile, die Granaten sehr schnell fliegen, eine sehr schnelle Shell Travel Time haben. Sehr angenehm. Braucht gut wie gar nicht vorhalten, wenn er auf ein Ziel geht. So, jetzt hat er den Tiger auch mal rausgenommen, hat ihn genug gestört. 5 Kills hat er. Der STA nervt ihn auch ganz gut. Kriegt aber auch eine zurück. Wow, da kommt die Arti schon rein. Lustig, dass die Arti jetzt auf ihn hier geht, obwohl sein eigenes Team sozusagen beim Gegner-Cap drin steht. Also kurios. Aber da sieht man mal, wen die Arti als Ziel so ausmacht. Jetzt hat er Glück, dass der STA-2 da vorfährt und ihm noch besser die Flanke anbietet. Dementsprechend seinen Krieger, den er jetzt hier klar macht. Rammt er den weg vielleicht sogar einfach, aber der dürfte zu langsam sein. Ja. Warum nicht? 7. Kill. Aber da kommen noch welche. Sage ich jetzt schon mal vorweg. Was das Schöne am 110er ist, dass er ähnlich mobil ist. Wie auch die IS-Varianten. Ist ja ein IS, kann man ja im Prinzip so sagen. AT7 schreibt schon Good Game 110. Und fett in Caps Lock kommt das Fangs zurück. So, und da hinten Rheinmetall, auf den er noch nicht kommt. Aber auf den 25-2. Der dürfte... Ja, wollte gerade sagen, der dürfte eigentlich gepasst haben. Im Chat schreibt einer, er spielt mit seiner 8 Jahre alten Tochter das 3. Game im T34. Ja, also früh übt sich, wie man sieht. Da hat er jetzt noch ein paar Ziele, die rushen auf den IS-6 da drauf. Das ist clever, dass die das so machen. Aber er hält schon Richtung Rheinmetall. Ja, sehr schön. Gerade so, dass er den Rheinmetall noch bekommt. Da ist die Arti. Arti aimt jetzt auf ihn hier rüber. Prallt an der Arti ab. War ein schlechterer Winkel zum Schießen. Und jetzt rettet er sich hinter das Haus. Weil eine Su-14-2, das ist ein ganz schönes Monster. Ah, hätte er mal mit dem Auto eben ruhig mal probieren können. Den zu machen. Aber er hat hier eine schöne Übersicht, jetzt konzentriert er sich auf den Centurion. Prallt allerdings auch ab. So, Centurion wird gekettet. Sein Glück jetzt in dem Augenblick. So. Centurion gibt ihm hier einen fetten Hit. Der ist weg. Munitionslage auch noch weg. So, GW Tiger. Sehr offen stehend. Acht Kills, drei Gegner hat er, 11 wären theoretisch möglich. Ja, sehr gut gemacht. Jetzt die beiden Artis noch. Sein Team hat keine Arti mehr, dementsprechend so, dass die jetzt nicht durch eine Arti beschossen werden können. Man, das 110 ist Boss. Ja, das stimmt, der macht's echt gut. Und jetzt hat er sehr gut angetäuscht, dass er in die eine Richtung fährt. Man hat ja auch schon gesehen, GW Tiger hat sich schon so ausgerichtet, dass er theoretisch nach rechts schaut. Und er kommt jetzt von links und hat dementsprechend alle Möglichkeiten hier jetzt für sich. Da kriegt er da schön den Hit. Und kann jetzt hier die AT wegmachen. Und jetzt hat er nochmal den GW Tiger. Auto-Aim. Und weg damit. 11 Kills. Die Pools-Medaille mehr als verdient. Also eine sehr schöne Runde.
Ich würde einfach mal die Software zusammenfassen. 6.954 Schaden, also fast 7.000 gemacht. 1.680 abgeprallt. Dann 11 zerstört und 2.110 unterstützt. Und dann auch noch 100 Defense-Punkte gesammelt. Ja, das muss man sagen, war eine sensationelle Runde. Dementsprechend mehr als verdient der Sieg. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich wünsche euch weiterhin viel, viel Spaß bei World of Tanks. Euer Alcaramba.